Österreich hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Das bedeutet unter anderem, dass der inländische Materialverbrauch schon bis 2030 von 19 auf 14 Tonnen pro Jahr reduziert werden muss. Was bedeuten diese Zahlen in Bezug auf das Wohnen? Wie sieht die Zukunft von Wohnen und Bauen aus? Um diese Fragen zu beleuchten, kamen beim 9. Beziehungsgespräch im Rahmen des Dialogs für den Wandel 3 Diskussionsteilnehmende zusammen. Astrid Achatz, Expertin für Biodiversität, die in einem Neubau wohnt, der gar nicht so smart ist, wie er sein sollte. Arnold Brückner, der als Architekt zusammen mit einer Baugruppe den Grätzl-Mixer baute, den Ort, an dem sich zum 9. Beziehungsgespräch alle trafen. Und Florian Wagner, Data Scientist, der vor kurzem ins neu gebaute Nordbahnviertel gezogen ist. Unterstützt wurden die Diskussionsteilnehmenden von Daniel Reiterer, der als Experte für Gebäudetechnik vom Umweltbundesamt die Zahlen, Daten und Fakten lieferte. Wohnen, da waren sich alle gleich zu Beginn recht einig. Wohnen, das steht für Heimat, Wohlfühlen, Rückzugsort. Für einen Raum, wo man so sein kann, wie man ist. Gleichzeitig stehen in diesem Bereich viele Transformationen an. Gebäude müssen saniert werden und die verwendete Energie für Strom und Heizung muss aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Das, meinte Astrid Achatz, sei genau das Problem. Sie sei in eine kürzlich fertiggestellte Wohnung gezogen, doch sogar hier fehle es an klugen Energie- und ressourcensparenden Lösungen. Der neue Kühlschrank beispielsweise habe mit Energieeffizienzklasse D einen hohen Energieverbrauch. Sowas dürfe in einer neuen Wohnung gar nicht mehr eingebaut werden. Der Architekt Arnold Brückner erklärte, woran es liegen könnte. Bauprojekte werden meist nur von Fachleuten entwickelt, ohne die Nutzerinnen, die anschließend in den Gebäuden wohnen. Das ist auch der Grund, weshalb er selbst mit Baugruppen arbeitet. Denn da sind alle mit am Tisch, vor allem die, die das Gebäude dann später auch bewohnen werden. Eine genaue Vision zu benennen, wie Wohnen im Jahr 2040 aussehen könnte, das schien fast unmöglich. Und die Meinungen reichten von die Schere zwischen Arm und Reich wird immer weiter auseinandergehen, manche werden ein leistbares Dach über dem Kopf haben, andere nicht, bis zu es wird gar nicht so viel anders sein wie heute. Auf alle Fälle sollten im Sinne der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung alte Gebäude nach Möglichkeit erhalten, saniert und renoviert werden. Und was wichtig ist und bleibe, so Florian Wagner, das sei die Erreichbarkeit. Die Lage ist mir wichtig, denn ich will nicht ewig unterwegs sein, um zur Arbeit zu kommen. Und einkaufen und einen Park in der Nähe, das ist ideal. Deshalb fühlt er sich auch im Nordbahnviertel so wohl. Astrid Achatz betonte, wie wichtig es sei, dass der neueste Stand des Wissens und der Forschung rund um ressourcenschonendes Bauen und klimafreundliches Renovieren wirklich in den Unternehmen ankomme. In manchen Baufirmen werden die Auswirkungen auf das Klima, die Biodiversität und die Ressourcen viel zu wenig beachtet. Vielleicht müsse man Wohnen neu denken, meinte Arnold Brückner. Seine Großmutter habe früher nur einen Raum beheizt. Die anderen seien im Winter eben kalt gewesen. Wir mit unseren Zentralheizungen würden überall für Wärme sorgen. Muss das wirklich sein? Letztlich ging es den Teilnehmenden um die Frage, was ist ein gelungenes Leben? Es braucht ein Miteinander. Die verschiedenen Stakeholder müssen zusammen an einen Tisch kommen und gemeinsam flexible Lösungen finden. Der Weg führt über mehr Kommunikation und Kollaborationen und das Eingehen auf die Wohnbedürfnisse in den verschiedenen Lebensphasen des Menschen. Nicht zuletzt kann die Klimaneutralität nicht einzelnen Akteuren überlassen werden. Um gesamtgesellschaftlich zu wirken, werden politische Entscheidungen gebraucht. Abschließend auch noch ein Danke an unsere Gesprächsteilnehmerinnen für die wertvollen Impulse und an das Umweltbundesamt und seine Partnerorganisationen im Dialog für den Wandel. Das Klimaministerium, das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Radio Österreich 1, Universität für Bodenkultur Wien, Postgraduate Center und Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien, Klima- und Energiefonds, Öko-Businessplan Wien und Austrian Power Grid.